Hallo liebe Katzenfreunde, ich bin Kirsten Schulitz, ich bin Katzenhomöopathin und Psychologin, mache aber im Moment keine individuellen Beratungen, denn ich konzentriere mich auf meine Bücher, bin aber natürlich noch mit meinen bisherigen Kunden immer mal wieder in Kontakt. Ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen, die mir gerade so genauso berichtet wurde, die hat sich also tatsächlich so ereignet und sie ist leider keine Ausnahme. Und sie zeigt nochmal, wie wichtig es ist, dass der Katzenhalter, also du, selbstbewusst und selbstsicher beim Tierarzt auftritt. Wenn der Katzenhalter voller Angst ist und an einen Tierarzt gerät, der das ausnutzt, dann passiert sowas, was jetzt geschehen ist. Das hilft keinem. Schon gar nicht dein Geldbeutel und für die Katze ist es auch Stress. Also, der Kater neigt zu einer Blasenentzündung, die auch mal recht heftig sein kann. Da hat er einfach inzwischen eine Veranlagung entwickelt, die Frauchen aber immer mit der Homöopathie super im Griff hat, sprich, es ist dann wieder weg. Dann kommt es aber doch immer mal wieder. Er hat jetzt die Veranlagung und es ist leider auch eine Tatsache, dass wir in der Atmosphäre heutzutage so einiges an Schadstoffen, sage ich jetzt mal, haben. Das heißt, wenn ich anfällig bin, kann es passieren, dass mein Körper ganz schnell reagiert und dieser Kater eben mit seiner Blasenentzündung. Also Blasenentzündung war also eigentlich wieder im Griff, war alles okay. Da aber es immer wieder kommt und Frauchen leider zu Ängstlichkeit neigt, ist sie zum Tierarzt. Da muss ich natürlich auch sagen, meine Güte, wenn du so eine Ängste hast, dann geh hin und lass es mal überprüfen. Anders kann man diese Ängste nicht stoppen, wenn der Mensch das selber nicht schafft. Sie ist dann also mit dem Kater zum Tierarzt und auf ihren Wunsch hin wurde ein großes Blutbild erstellt. Werte sind noch nicht da. Urin konnte nicht abgefangen werden, da wurde mal ordentlich auf der Katze rumgedrückt, er hat aber kein Urin gelassen, hätte man sonst gleich testen lassen können. Und wie der Tierarzt dann immer so ist, dann macht er natürlich, ob man will oder nicht, ein Rundumprogramm. Ja? Heißt, die Tierärztin hat auch ins Mäulchen geguckt. Kann man ja mal machen lassen, wenn man schon da ist. Tierärztin sagt, oh, Zähne sehen gar nicht gut aus. Also zwei, die sind ja völlig kariös. Der eine hat ein Loch, die müssen raus. Die Katze frisst gut und normal, hat nie irgendwelche Auffälligkeiten gezeigt, dass da Schwierigkeiten im Zahnbereich sein können. So, das ist dieses. Dann, Frauchen immer noch ängstlich, oh, vielleicht hat die Katze ja Steine. Urin konnte man nicht abfangen. Lassen wir mal Röntgen. Dann wurde auch noch ein Röntgenbild gemacht. Wer von euch schon mal ein Röntgenbild gesehen hat, man kann da so gut wie kaum was erkennen. Und dann soll man so Fitzelsteinchen auf so ein Schwimmi-Schwammi-Röntgenbild finden. Katze wurde natürlich auch noch abgetastet. Oh, da äußert die Katze Schmerzen. Die Katze hat bestimmt mega Schmerzen. Die hat eine mega Arthrose. Ängstliches Frauchen, der gesagt wird, die Katze hat Schmerzen. Wie verrückt kann ich denn einen Menschen machen? Diese Katze hat nie Bewegungsauffälligkeiten gezeigt. Habe ich Schmerzen an den Zehen, esse ich weniger, weil es mir wehtut. Habe ich Schmerzen in meinem Skelettbereich? Bewege ich mich auffällig, weil ich schone? Nichts davon macht die Katze. Und auf einmal hat sie nicht nur eine Blasenentzündung, die weg ist, sie hat auch Arthrose, sie hat kariöse Zähne und Frauchen ist natürlich in völliger Panik. Gott sei Dank in Korrespondenz mit mir. Dann hat der Kater vorher schon mal, weil Frauchen so ängstlich ist, hatte sie Metacam gegeben, also der Entzündungshemmer. In der Schulmedizin wegen der Blasenentzündung hat er aber nichts gebracht. Kater hatte in der Zeit auch wieder eine Entzündung bekommen. Was macht die Tierärztin? Spritzt nochmal Metacam und gibt das wieder weiter mit. Geht noch weiter. Der Kater hat auch noch eine Infusion bekommen. Eine Infusion. Eine stabile Katze, die nichts hat, kriegt auch noch eine Infusion. Und dann wurde auch nochmal Blutdruck gemessen. Alles, wo null Auffälligkeiten sind. Das Einzige, was passiert ist, der Kater hatte mega Stress, als er dann wieder im Auto war, da hat er geschiedert und
uriniert und alles zugleich. Ich weiß nicht, ob noch übergeben ist, doch kein Wunder, was alles mit dem gemacht wurde. Frauchen ist in einem mega Panikalarm, was die Katze jetzt alles hat. Zähne müssen auch noch raus. Und die Tierärztin musste wahrscheinlich an dem Tag nicht weiter arbeiten, weil sie hatte ja nicht eingenommen. Ich will niemals jemandem irgendwas grob Fahrlässiges oder Böses unterstellen. Vielleicht hat sie es ja nur gut gemeint, aber meiner Einschätzung nach war das alles nicht nötig, nicht erforderlich. Es ist erstens Stress für die Katze und zweitens kostet es Geld für den Katzen. Hinterfragt die Sachen, die gemacht werden sollen. Auch ein Tierarzt muss Geld verdienen. Das steht außer Frage. Das müssen wir alle, mehr oder weniger. Aber nicht so. Also mir wirklich, also so wie jetzt, mir fehlten die Worte. Und das Schlimme daran ist, es ist kein Einzelfall. Es ist kein Einzelfall. Ich kann im Umkehrschluss sagen, wäre Frauchen gar nicht mit dem Kater zum Tierarzt gegangen, dann wäre alles viel besser. Ja? So frei nach dem Motto, gehst du hin mit einer gesunden Katze, oh, dann ist sie krank, weil auf einmal werden ganz viele Sachen gefunden. Erstens die Frage, stimmt das wirklich? Wie muss man sich wirklich stellen? Könnte man jetzt eine zweite Meinung einholen, wenn man will. Aber ich beobachte doch mein Tier und ich sehe doch, stimmt da was? Oder stimmt da was nicht? Da muss ich jetzt zufügen, der Kater ist schon immer zu moppelig. Schon immer, das sage ich Frauchen schon immer, er muss runter von seinem Gewicht. Ja? Und natürlich kann man dann Bewegungsbeschwerden und Arthrose etc. bekommen, wenn ich zu viele wiege, das weiß ich schon lange. Das ist jetzt das Gute daran, sie hat noch mal ein Kinker draufgekriegt, das endlich mal mehr im Griff ist. Das ist traurig. Erschreckend. Aber Alltag. Und wer meine Videos guckt, weiß, dass es mir ein Herzensanliegen ist, dass ihr da aufmerksam seid. Und ich nehme alle Tierärzte in Schutz, die nicht so arbeiten. Aber das war jetzt der Hammer. Unnötige Sachen gemacht, damit Geld in die Kassen kommt. Meine persönliche Einschätzung. Und man darf wirklich nicht vergessen, jedes Medikament belastet den Körper. Ja, ich habe dann zu Frauchen gesagt, jetzt tu dir den Gefallen und lies dir mal den Beipackzettel zum Metacam ganz in Ruhe durch. Es ist leider so, dass solche Informationen wichtig sind. Die Naturheilkunde hat ihre Möglichkeit. Beobachtet eure Tiere. Durch Beobachtung kann man ganz viel schon mal einschätzen. Manchmal ist es einfach, manchmal ist es schwierig, ist ja knapp. Aber wenn es einer Katze gut geht, dann ist sie gesund. Wenn sie zu dick ist, ist sie zu dick und das kann zu Beschwerden führen. Also geht daran. Wendet euch gleichfalls an einen guten Tierarztpraktiker, der ganzheitlich arbeitet. Das ist auch immer so wichtig. Da gibt es sicherlich auch liebe Menschen, die es gut meinen, die haben dann aber wieder nur eine Schiene. Nehmen ruhig gerne die Homöopathie. Ich bin ja selber Homöopathin. Die sehen dann nur die Homöopathie, aber nicht das Drumherum. Und das ist so entscheidend. Wenn ihr also keinen findet, der das so macht, geht selber an. Können wir alles selber. Natürlich ist es, auch bei mir sind das sind ja jahrelange Erfahrungen, dadurch, dass ich das Wissen und die Kenntnisse etc. habe, auch um das einschätzen zu können. Ich kann ganz oft nur durch Erzählungen einschätzen, was die Katze hat. Vorhin geht zum Tierarzt, das wird bestätigt, sage ich, hätte sie auch sparen können. Manche Sachen nicht, natürlich nicht. Ja, Blutwerte kann ich nur durch ein Blutbild tatsächlich bekommen. Ja, das steht ja außer Frage. Aber auch mal ins Mäulchen gucken, hat die Katze eine Zahnfleischentzündung, das kann der Mensch auch ganz oft selber. Bleibt entspannt. Lasst euch nicht ein X für U machen, nicht den Geldbeutel entleeren für Blödsinn. Geht in die Eigenverantwortung. Hilft für uns Menschen genauso. Ich hoffe, ich konnte euch wieder weiterhelfen.
Danke euch fürs Zuhören. Schnurr, schnurr, ja, auch. Das ist nicht schwierig.